gerade einschaltet. Willkommen bei Cosplay Pictures. Ich bin bei zwei Freunden und das ist die reizende Patricia, die keinen Ton rausbringt. Und, und hinter der Kamera ist der gute Mike. Mhm. Wunderbar. Ja, dann sag mal, warum wir denn hier bei dir sitzen oder bei euch beiden sitzen? Warum ich denn zu euch kommen durfte? Genau, ich kriege jeden Monat von Tokyo Treat diese Boxen zugeschickt. Genau, ich bin jetzt in der Tokyo Treat Familie. Das ist die größte Box. Kostet im Monat knapp 32 Euro, genau. Und das ist eigentlich eine sehr coole Sache, weil da gibt es sehr viele verschiedene Süßigkeiten, auch Chips oder hier diese Pockies. Ein Getränk ist in der Premium-Box zum Beispiel auch mit drin. Also ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, aber hier, doch könnt ihr. Schon okay. Die ganzen Süßigkeiten, die hier drauf sind. Ansonsten, ich werde euch nachher noch ein Bild draufpacken. Aber das, was man hier alles sieht, das könnte alles so sein. Könnte. Es muss nicht, aber es könnte. Ja, dann sage ich einfach mal, pack mal das erste auf. Na, schauen wir mal, was da drin ist. Da hat jemand Hunger. Die Box ist auch sehr... Wie sieht die aus? Yum, 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 yum. Da müssten 16 bis 18 Items drin. Achso, der Inhalt könnte unterschiedlich sein. Ja, es ist je nachdem, wie groß die Sachen sind, wie viel reinpasst, ist der Inhalt immer unterschiedlich. Und es sind noch nicht alle Boxen gleich. Es gibt eine kleine, eine mittlere und eine ganz große. Und das ist hier die ganz große. Ich weiß jetzt leider nicht, was alles in dem kleinen drin ist. Aber in der ganz großen ist halt auch nichts drin. gut. Okay, mach einfach das erste. Ja, also, ja, jeder kann ja Japanisch. Ihr könnt ja lesen, ne? Was da drauf steht, das wird schon passen. Das sieht natürlich nach Chips aus. 66 Gramm, immerhin die Zahlen können wir lesen. 100% von irgendwas. Von irgendwas? Ich denke mal 100% Kartoffeln. Also, die haben auch sogar Kartoffeln hier drauf. Also, das ist irgendwas natürlich Chips mit Kartoffeln. So heutzutage ist gar nichts mehr Natürliches. Ich sag mal so Kartoffelchips, Bananenchips. Die sind übrigens genauso ungesund wie die normalen Chips. Man denkt eigentlich so, Kartoffelchips und Bananenchips sind gesund. Leider nicht. Ne? Pack mal aus. Jetzt haben wir gar nichts zu trinken. Oh mein Gott, wir haben nichts zum Trinken. Kameramann, wir brauchen nichts was zu trinken. Sklave! Ja? Ja. Wir haben noch Sklaven. Und, wonach riecht's? Nach Kartoffeln. Nach Kartoffeln. Sie sehen aus, wie sie aus, was das jetzt Aber es hat nicht den typischen nur Kartoffel, was hat man etwas intensiveren Geschmack. Ja, ja. Also nicht der klassische deutsche oder europäische westliche Stil. Nee, es riecht schon wirklich sehr nach. Es ist noch intensiver irgendwie, also nicht nur rein Kartoffel. Kann mich natürlich auch täuschen, weil ich lange keine Chips mehr gegessen habe. Die sind unfassbar glatt, finde ich. Oder? Ja, die sind nicht so krumm. Wie sonst. Also ich meine, nein, nicht von der Form, sondern vom wenn du die auf der Zunge hast, dann sind die nicht so kratzig, finde ich. Ach, das meinst du, ja. Die schmecken eher so. Die haben keine raue Oberfläche. Aber schmecken gut. Das ist normal gesetzt, schmeckt halt wie normale Kartoffelchips, nur genau. Halt. Bloß halt durch die Tüte, durch den Vakuum, die es hat, hat es doch einen etwas kleineren, anderen Geruch. Aber schmecken eigentlich so ganz normal, normale Chips halt. So, meins. Nochmal was mit Chips, aber das lassen wir jetzt erstmal. Ja, irgendwas. Das sind so Lutschbonbons. Ja, mit Himbeergeschmack. Total süß. Ja, so nah brauchst du nie, ist unscharf sonst. Genau. Ich muss sagen, ich finde es echt schade, dass wir in Deutschland nicht so viele. Also, wir haben schon Süßigkeiten, aber die sind nicht so bunt. Die sind immer so. So eintönig, genau. Und
das finde ich so ein bisschen schade. Aber Gott sei Dank gibt es solche Sachen wie Tokyo Treat. Wir müssen Schluss nach Japan fliegen. Ja, Gott sei Dank. Ich meine, wir im Westen sind da so, ja, nicht so kunterbuntfreundlich, was mit Verpackung zu tun hat. Aber ich meine, das wäre ja sonst langweilig, wenn es überall das gleiche Bunte gibt. Nichtsdestotrotz ist es schade. Ja, dann darfst du auch mal. Lutschbonbons. Das erinnert mich aber von der Form her diese Gesundheitsbonbons, die ich als kleines Kind mehrmals lutschen durfte. Freiwillig. Okay. Mimik war so. Es riecht leicht nach Himbeeren, aber irgendwie total nach Chemie. Also die Verpackung riecht man nicht, oder? Das stimmt nicht. Also leicht nach Himbeeren. Mhm. Also das war's. Ja, also ganz leicht süßer Duft von Himbeer. Dann. Und auch ein bisschen so, ist halt ja durch die Verpackung, aber. Aber es ist auch wieder so süß. Von der Verpackung, wie du schon gesagt hast. So kleine Kinderchen, ganz süß. Zeichentrick, Serie, Style-mäßig. Das erinnert mich an Heidi. Oh ja. Ein bisschen an Heidi. Mhm. Ja, und jetzt gerade Himbeer und dann mal gucken, was da was Blaues aussieht. Was das sein soll. Das ist nicht blau. Was meinst du das? Mhm. Das hier, so das würde ich mir gerne fast schon zum Schluss aufnehmen. Dann machen wir zum Schluss. Dann mich mit Samen machen, das hier, das sieht richtig süß aus. Das ist von Chin-Chan, glaube ich. Chin-Chan. Oh, das war eine Serie, ja, mit den Arsch. Was ihr nicht sehen könnt, der hat gerade mit den Arsch hier wackelt. Weil du musst deinen Po raus. Also, ne? Also, nee, aber so sieht die Verpackung aus. Ja, mit Weintrauben, irgendwas mit Weintrauben, logischerweise. Und so. Geschmack würde ich sagen. Das ist so ein Keks. Ich glaube, das ist so eine Art. So ein Gummi? Nee. Fruchtgummi? Entweder ist das Fruchtgummi oder es sind so eine. So eine Art Cornflakes-Sterne, so eine. Ja, wir werden es ja gleich sehen, ne? Ich glaube, da ist sogar ein extra Sticker oder so. Weil hier an der Seite hast du. Genau, hier unten sind mehrere Sticker, die man sammeln kann. Ja, warte mal, ich hier jetzt auch mal. Ja. Ach da, stimmt, da sehe ich gerade. Die Frau hat überlebt. Männer. Oh ja. Oh das ja. Das ist meins, das kannst du hier raus. Das. Kannst du mal vielleicht eine Schere oder so holen? Oh ja. Das hat schon. Oh mein Gott. Ja? Ich habe schon so mal so eine ähnliche noch gegessen. Die haben auch richtig nachgerufen. Ihr müsst euch vorstellen, das riecht wie ganz, ganz extreme chemische Traube. so riecht's. So riecht's, das ist so typisch. Hm? Aber die sehen unfassbar niedlich aus. Das hat echt krassen Geschmack. Ja, ja, die riechen sehr, sehr intensiv. Ja, was ist das? Ja. Cornflakes würde ich auch einordnen. Mit halt Weintrauben. Ja, ist jetzt nicht so meins. Der Geschmack ist schon krass. Meins ehrlich gesagt auch nicht. Moment. Man merke, ich reiße hier auf. Der Pfeil ist hier. Das ist meine Lüge. Hauptsache irgendwann ist es da. Ja. So ein süßer kleiner Racker. Probier mal den ganzen erstmal aufzukriegen. Ich weiß nicht, wie geschmeckt genau wie den anderen. So. Erstmal die Riechprobe. Mir fällt der Name von diesem Teil nicht ein. So eine Mais. Dinger. Mais. Ich kann es gerade nicht einordnen.
Die hat keine Hände, die Matches, genau. Ich weiß, welche das sind. Die kriegst du ganz oft zu Tee. Das sind so eine Teebegleiter. Die gibt es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Ja, die gibt es bei uns in den Gärten der Welt in Berlin. Mhm. Da gibt es so ein chinesisches Häuschen, da kannst du genau. Tee trinken. Das ist Wahnsinn. Und da kriegst du auch diese Teile. Das sind so eine. Ach so. Mais. Die sind so, so süß-salzig. So. Ah. Die sind auch ziemlich fettig. Also, aber die schmecken gut. Die schmecken echt gut. Und übrigens ist das Europas größtes chinesisches Garten in Berlin. Gärten sehr schön. Könnt das ist ihr wirklich sehr schön. Und müsst ihr sehen. Das ist wunderschön. Genau. Und es gibt neue Gärten. Also, ach, so Schleinigwerbung. Ja, ich wohne halt praktisch da gegenüber und ich weiß ja, was da alles abgeht. Und die haben echt neue Gärten. Aber kommen wir erstmal hier wieder zurück. Boah, selbst gleich mal, meine Güte. Ja, das sind die. Ja. Ach, nee, war da nur. Was Braunes. Das sieht nach. Irgendwas Chipsartiges, aber. Ah, mit Barbecue. Ja, Barbecue-Rippchen, irgendwas. Wie sieht das aus? Barbecue, Chips. Oh. Ja, wir hatten ja vorhin ein bisschen geredet, was wir zu Abend essen. Da waren so Grill und Raclette und so. Das ist eigentlich, ne? Das reicht. Das reicht. Wir brauchen nicht mehr Grill, wir haben schon Barbecue. Die kriechen tatsächlich bis zu, kann man machen. Oder? Das ist halt so ein typischer Barbecue. Mit halb Chips. Ja, so leicht, doch leicht Barbecue. Sonst wäre ja schon schön doof, wenn die jetzt Barbecue da packen, knallen und dann kann man es gleich riechen. Ja. Aber das ist, ja, das ist so typisch Barbecue. Aus Längen. Ja. Chips mit Barbecue. Wie in Deutschland, ja. Ja, Tatsache auch. Krass. Die schmecken gut. Die kann man, das ist so ein Suchtfaktor, glaube ich. Ich fand da nur, da wurden drauf, bei uns nicht, wenn ich mich recht erinnere. Das ist der von jedenfalls nicht. Aber Fanta mit Birnengeschmack ist mir auch jetzt neu. Ich mach mal. Das riecht sehr einfach, oder? So wie man es auch. Eigentlich schon süße Birne. Das ist Wasser. Der ist sehr birnig. Kommt dir das bekannt vor? Ja, dieser Geruch erinnert mich tatsächlich an. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt bei IKEA. Kannst du essen und trinken? Und da gibt es ein Birnensprudelgetränk, sag ich jetzt mal. Das riecht genauso. Mal gucken, ob es genauso schmeckt. Okay. Ich war nicht bei IKEA. Das kann ich nicht sagen. Ja, schon. Aber das hier schmeckt etwas intensiver und ein bisschen süßer. Besser. Das bei IKEA, das schmeckt mehr wässrig. Das ist extrem lecker. Also, falls ihr mal irgendwann die Gelegenheit haben solltet, kauft euch das. Also das riecht typisch nach Chips. Mhm. Neutralen Chips, Kartoffelchips sozusagen, so leicht. Wirklich, das muss ich sagen. Sieht noch so anders aus. Was ist das? Oh wow, das hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Das hat so mehr so Knoblauch. Leicht, bei mir war es einfach so leicht Knoblauch. Ganz, ganz, ganz leicht scharf. Sehr würzig. Da ist auch wieder diese ganz, ganz am Anfang diese leichte Süße mit bei, die wir auch bei den Ovalen. Ja, bei den Ovalen. Richtig. Wo es erst salzig war, genau. Und dann zum Süßen übergegangen ist. Ja, genau so ähnlich muss das. Ich würde direkt mal mit dem weitermachen, aber ich weiß,
Willst du jetzt Feuerwerk machen? Ich weiß nicht, hier steht Sour Paper drauf und da sind Wasserflaschen drauf. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie ins Wasser machen muss. Vielleicht kann man irgendwie rausfinden und das googeln. Ich weiß es nicht. So. Weiß ich nicht. Man müsste einfach mal rein. Ja, das ist auch ziemlich elastisch. Ja, ich denke mal, da ist irgendwie so ein Pulver oder vielleicht drin. Pulver? Hm. Ja, kann sein. Kann. Mach weiter auf. Aha, kein Pulver. Nein, das ist zum Essen. Das ist zum Essen. Das sind diese sauren Schlangen, kennt ihr die? Oh, oh ja. Alles, was ich hab, lass ich los. Mein Eisleben schmeckt wie ein labriger Toast. Brat mir ein Prachtzelt. Ja, Peter kocht jetzt eindeutig. Es ist so eine Art Cracker, aber nur in weicherer Form. Die sind nicht ganz so hart wie diese Omanen. Das wird jetzt garantiert nicht so krass knusprig sein. Doch. Aber in weicher Form? Die knuspern extrem. Aber die sind trotzdem weich. Okay. Du wirst es merken. Oh ja. Die haben was von Pizza geschmackt, finde ich so ein bisschen. Ja, manchmal. Muss man alles noch sehr fein ist, wenn man gerade reinbeißt. Ja. Schmecken halt nach nichts, außer halt irgendwie ein bisschen. Deine Kanne hat einen Leck. Geil. Jetzt? Ja. Also wenn ihr eine Meldung kriegt in den Nachrichten heute Abend über Überschwemmung in Berlin-Ost. Das waren wir. Ja. Ja. Ich bin schon vorhin gewundert, was da so ist. Und wenn es gleich passiert, gibt es auch noch einen Wasserfall. Komm. Nein. Nein. Komm. Nein. Wir brauchen Tücher. Nee. Wer gewinnt? Das Wasser oder der Mensch? Nee. Noch 3 Sekunden. 3, 2, oh, ich hab verloren. Ich hab die Wette verloren. Ich wollte ein Wasserfall. Obwohl, vielleicht gewinne ich doch mal die Wette, wenn du so weit bist. Ist ja schon eine Menge, wa? Nein. Dann machen wir mit dem. Das ist ja so ähnlich wie was bei Köln. Richtig, nur. Jetzt. Mit Erdbeer. So eine richtige Erdbeer. Ja, vorhin hatten wir Himbeer, jetzt kommt Erdbeer, theoretisch. Nein. Außer, dass es jetzt nicht Himbeer ist, sondern Erdbeer. Genau, das ist ein KB. So. Ganz falsch war ich. Oha! Hat auch den richtigen Erdbeergeschmack. Geruchgeschmack. Ah. Den Geruch sehr nach Erdbeer. Mhm. Also wird garantiert auch. Ich dachte erst weiter. Die Tarten haben aber nochmal so eine Erdbeerschicht drüber. Von der Konsistenz her geht es fast in die, diese Richtung. Aber halt weich, nach euch. Das ist so eine Art weiche Cornflakes-Konsistenz. Hat nicht zu krassen Erdbeergeschmack wie beim Riechen, ne, beim Geruch, das hat mehr nach Erdbeer, aber wenn du es isst, ist es nicht so krass. Das hat mich eh die ganze Zeit angestarrt. Okay, dann machen. So. So sieht's aus. Und kannst nicht einordnen. Oder? Es ist, glaube ich, auch diese Gummi. Es ist ein Do-it-yourself-Kit. Das heißt, sie müssen das selber machen. Ich weiß aber nicht, ob wir dafür irgendwie noch. Hier an der Seite stehen ein paar Sachen drauf. Da wird bestimmt auch eine Pinzette oder halt so ein Füll. Ich meine, ja, ich möchte, man kann das. Ah, ich glaube, das muss man mit Wasser mischen und kann es dann so. Ja, ist so schade. Nee, ich glaube, das muss sogar in den Kühlschrank. Guck mal, hier unten ist ein Kühlschrank. Ah, müssen wir mal im Kühlschrank packen. Dann mach das mal. Dann machen wir das jetzt und dann können wir es wahrscheinlich bis zur nächsten Woche. Wir gucken uns das erstmal an. Wir gucken erstmal an. Du machst toll aus. Hier sind die
Form. Und was haben wir denn hier alles? Oh, ja. Ich sehe einen Pinguin, eine Schildkröte, einen Panda-Bär natürlich. Eine Sau, ein Kätzchen und ein Schweinchen. Drei Sorten gibt es. Und eine Schnecke. Schnecke? Ja, Schnecke. Das hast du schon zerstört. Hat jemand Hunger? Slime. Nee, du kannst vergessen. Lass mal drin. Schnodder. Okay. Oh Mann. Dann pack mal beides im Kühlschrank. Und komm hier zum nächsten Part. So. Als nächstes haben wir hier Kit Kats. Ich glaube, das ist Bombe. Mit Matcha. Also, das braucht man jetzt nicht weiter erläutern, was das hier ist für eine Sorte. aber in Japan gibt es echt krass viele Kit Kat-Sorten. Es gibt zwar drei Standard-Sorten in Japan, was aber nicht in der westlichen Welt gibt. Aber von Region zu Region gibt es noch zusätzliche extra Sorten. Also es haut schon mal rein. Mhm. Bei japanischen Weihnachtsmarkt in Berlin-Treptow gibt es das auch. Ach, Steffi. Hier hinten kannst du sogar Namen oder so draufschreiben für so und so. Oh. Deutsch, wenn du das siehst, das ist für dich. Lass mal. So richtig dieser Teegeschmack auf die Zunge. Hm. Meins ist es nicht. Bin ich ganz ehrlich. Meins ehrlich gesagt auch nicht. Nee, meins auch nicht. Aber es hat diesen Nachgeschmack nicht so mal. Ja, damit hätten wir schon. Box Nummer 1. Box Nummer 1. Abgespeist. Oh, ja. Kleiner Zwischenfazit zu Box 1. Eine sehr schöne Box. Eine sehr schöne. Sehr viele schöne Sachen drin, auch sehr originelle Sachen. Die ist bei uns natürlich nicht gut. Mhm. Was war da so sehr dein kleines Highlight von der ersten Box? Schwer zu sagen. Ich möchte meinen, fand diese Erdbeer-Crisp. Die fand ich sehr lecker. Die hier? Noch zur Erinnerung. Und diese, dieses Weihnachtsräuchchen hier. Ja, das hier. Genau, das war auch sehr lecker. Mhm. Aber sonst im Großen und Ganzen war alles gut. Ich fand für mich persönlich, weil ich auch gerne Brille und so weiter, das ist natürlich mein kleiner Favorit aus Box 1. Und ja, dann war es das mit der ersten Box. Die zweite Box gibt es beim nächsten Clip. Wir machen erstmal noch kurz Pause, weil ich muss auch gleich noch kurz aufs Klo. Und den zweiten Clip seht ihr dann in den nächsten Tagen wieder. Und bis dahin sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal.